Morgengrauen in Walldürn am Rande des Odenwalds. Am Bahnsteig eine alte 64er, die hier noch vor über 30 Jahren täglich unterwegs war. Sie soll heute den fahrplanmäßigen Personenzug ziehen. Plandampf eben. Für die Zugführer der Bahn alles andere als Routine. Ja. Dann nehmen wir den nach Mildeberg. Ich muss sie aufschreiben. Ja. Sämtliche Tickets wird es bei uns im Zug geben. Pünktlich um 7 Uhr macht sich der Dampfzug auf den Weg nach Miltenberg am Main. Fahrdienstleiter Jan Seidel stellt die Weichen. Auch für ihn ein besonderer Tag. Man freut sich, wieder mal die alte Technik so zu sehen, weil da sieht man die ganze Entwicklungsgeschichte der Eisenbahn. Und es ist deswegen immer was Schönes, wenn man die Dampfloks so sieht. Die Fahrplanzeiten halten sie schon ein, wenn das Wetter und alles so mitspielt. Die ersten Tage hat es mitgespielt. Und wie? Auch die Crew der 23042 heizt kräftig ein. Die Lok gehört heute dem Eisenbahnmuseum Darmstadt-Kranichstein. Auch sie war früher hier auf den Strecken unterwegs. Spenden und viele freiwillige Helfer hauchten der fast 30 Jahre abgestellten Maschine wieder Leben ein. Plandampf im Odenwald. Natürlich ein Fest für hunderte Eisenbahnfans, die rund um die Strecke lauern. Zum Beispiel auf die Einfahrt der 23. Es gibt aber auch Enthusiasten, die sich mit normalen Fotoapparaten oder Videokameras längst nicht mehr zufrieden geben. Das ist dreidimensionales Video in High Definition zusammen mit dreidimensionalem pyraphonischen Surroundton. Eine Technik, die es fast nicht gibt bislang. Und wo sind die Mikrofone versteckt? Die Mikrofone sind auf dem Wunderhut bei mir oben auf dem Kopf versteckt. Und hier kann der Ton rein, also hier, da kann die Luft rein für den Ton, weil die dürfen ja nicht nass werden, die Dinger. Ne? Und das funktioniert astrein, auch bei stärkstem Regen. Alles ausprobiert. Vielleicht die kommende Technik, vielleicht aber auch nicht. Auch auf der Strecke ein sogenannter Fotogüterzug. An der Spitze eine preußische P8. Sie ist wieder so lackiert, wie sie in den frühen 20er Jahren auf die Gleise kam. Die Fans waren zufrieden, trotz Regen am letzten Tag, obwohl sie für die 4 Plandampftage 200 Euro berappen mussten. Naja, ich meine, andere Leute fahren zum Oktoberfest. Ich glaube, das ist ähnlich teuer und ich fahre dann halt hier zum Plandampf. Ich versuche das eben woanders einzusparen, aber ja, das ist der kleine Luxus, den ich mir eben gönne. Ich habe insofern schon den Urlaub daraufhin abgerichtet und habe auch schon daraufhin meine Finanzen ausgelegt und berechnet. Ob und wann die nächste große Veranstaltung dieser Art stattfindet, ist noch nicht klar. Aber auch das hat nach 16 Jahren Plandampf schon Tradition.